Traubing.de und ich möchte euch den Sebastian Mühlenborg vorstellen vom Riesenrad. Und er hat uns gerade gesagt, auf welcher Höhe wir uns gerade befinden. Wir befinden uns gerade also nicht mehr ganz, wir waren auf 49,85 Meter, also waren fast 50 Meter hoch. Und ja, jetzt schauen wir uns gerade das Golbodenpolster an. Das ist nur geringfügig unter unserer Stadtturmhöhe. Unser Stadtturm hat 68 Meter. Sehen wir mal. Das ist, aber ich glaube, Stadtturm ist ganz spitze. Ja, genau. Aber ihr seid ja noch gut. Wir sitzen ja dabei. Genau, wir sind fast gleich. Und angenehm, hoch. Weil angenehm. Hier wird man rundum geschaukelt. Am Stadtturm muss man zu Fuß 200 Stufen steigen. Da hat man hier das Bessere. Auf alle Fälle. Das ist die andere angenehmere Aussicht. Ja, definitiv. Erzähl mal, in all den vielen Jahren, die ihr schon auf Straubinger Golbodenvolksfest seid, wie oft seid ihr schon da? Also wir sind eigentlich dieses Jahr 50 Jahre ungefähr da. Ist ja ein Jubiläum. Ja, das ist schon eine lange Zeit. Ja. Und das ist halt, wenn man lang auf so eine Veranstaltung ist, man, jeder kennt sich, man wächst ja auf, man ist bekannt, die Leute kennen einen, man geht zum Metzger und sagt, ah, sie sind wieder da, es ist wieder Volksfest. Ja. Und das ist halt schon schön, wenn man mit so einer Veranstaltung gemeinsam aufwächst. Ich bin hier aufgewachsen, hier ist dann Sommerferien. Und das ist schon schön. Spezielle Verbindung auch zu Straubing. Ja, das ist auf jeden Fall, weil man verbringt hier natürlich 3 Wochen im Jahr. Ja. Und das ist schon was anderes. Das ist keine Großstadt wie München, wo zwar ein Millionendorf ist, aber es ist eine kleine Stadt, wo jeder jeden anderen kennt auch. Sehr schön, das freut uns Straubing natürlich ganz besonders und das Umland. Eine Frage hätten wir, sind denn in den vielen Jahren auch mal lustige Geschichten passiert oder ungewöhnlich? Ja klar, also wir hatten viele lustige Geschichten. Die beste Geschichte, woran ich mich immer erinnern kann, das war damals eine Brautentführung, da war ich noch etwas kleiner. Da war mein Bruder damals am Geschäft und das war München damals, oder das war auch hier, ich weiß nicht mehr, kannst du sagen, wo das war. Und da ging es halt darum, sie haben die Braut gesucht auf diesem Volksfest und sie haben sie aber nicht gefunden, weil die Braut war mit den Brautentführern Riesenrad und der Bräutigam hat halt, glaube ich, gefühlte 6 Stunden seine Frau gesucht, bis er dann irgendwann auf die Idee gekommen ist, vielleicht mal ins Riesenrad zu schauen, nachdem die ganze da waren. Und dann musste sie natürlich auflösen, da kommen halt auch Spielerunden zusammen. Sehr schön. Aber letztendlich haben sie sich wieder gefunden, also es war schön. Und ihr habt für das Brautpaar das Glückliche dann auch eine Ehrenrunde gedreht? Ja klar, also die durften dann nochmal alleine fahren, also das ist viel. Also nicht nur Brautentführung, wir haben auch viele Hochzeitsanträge, auch hier am Samstag war der letzte hier. Also das waren ganz aktuell am Samstag war der letzte hier. Also ich hoffe, das ist schön. Also es kommen auch jedes Jahr, wenn sich die welche verlobt haben, geheiratet haben, jedes Jahr dann wieder zu uns und sagen, sie müssen da sein. Es hat letztens über Facebook wieder eine Anfrage von ihr und der hat gesagt, ich bin der ob du mich noch an, ob ich noch an einen erinnern kann. Und dann habe ich gesagt, klar, das war der Tobias und der hat damals vor 5 Jahren auf der Wiesn seine Frau die Verlobung gemacht, ganz groß mit Herz und das alles. Und ja, also wir hatten auch letztes vor 2 Jahren einen Banner aus dem Riesenrad hängen und ich stand davor und dann stand da so, willst du mich heiraten? Und das ja, super, ja, das ist ja das ist eine kreative Idee, also super schön, ja, genau, ja, super. Und toll, 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 bisher halt noch alle in dem Riesenrad angefangen worden. Das ist das Wichtigste, dass das wirklich das Glück dann immer die richtige Kurve macht, genau. Ja, was ich noch sagen möchte, ich glaube, ich hatte das Wahrzeichen den Stadtturm. Und mit dem Volksfest verbinden die Straubinger sowieso natürlich das Riesenrad. Genau. Und schau her, es gibt sogar Juweliere, die Schmuckstücke kreieren, wo der Stadtturm und das Riesenrad verbunden ist und das dreht sich sogar. Also ist doch schon, ich sag jetzt mal, eine besondere Geschichte. Es ist sehr besonders. Ich glaube, also zum 200. Volksfestjubiläum gab es sogar eine Lederhose, wo der Stadtturm und das Riesenrad zusammen ist. Also genau. Das ist die Straubinger Geschäftswelt versucht natürlich, da halt auch diesen Trend und diese Verbundenheit damit darzustellen. Das ist schon eine große Ehre, muss man sagen. Riesenrad ist immer ein Wahrzeichen von jedem Volksfest. Ja. Und umso mehr das die Bevölkerung aufnimmt und das auch noch für sich eigeninterpretiert hier mit dem Stadtturm, ist es halt eine schöne Ehre schon zu sein, dass man so ein Highlight dann betreiben darf. Das ist ja halt so. So sagen wir, es war eine Ehre für uns, dass wir mit dir eine Runde drehen durften. Gerne. Das ist auch ungewöhnlich und wir sagen vielen herzlichen Dank. Immer wieder gerne. Danke dir. Bitteschön.